Ich will dich fertig machen. Kannst du mir den Rücken einseifen? Na dann mal los! Nichts zu holen. Däh. Was sagst du jetzt, hä? Lady. Noch ein! Was ist passiert? Ich hab dir eine Lektion verpasst. Du solltest mal mehr trainieren, du Maulheld. Verflucht, mein Schädel. Gibt es noch mehr Gegner für mich? Oder warst du der Letzte? Oh, was? Nein, nein. Geh zu Bronco, verdammter. Was wolltest du sagen? Oh, nichts. Gar nichts. Aha. Ist aber immer ganz nett hier, ne? Hey, du hast Kato in der Arena besiegt. Ausgezeichnet. Mann, ich bin echt froh, dass der mal was aufs Maul gekriegt hat. Kein Problem. Ich hoffe nur, du hast dir damit keinen Ärger eingehandelt. Wieso? Kato sind bestimmt auf Rache. Aber er ist nicht so doof, sich nochmal mit dir anzulegen. Das überlässt er Bronco. Und der kann dir Ärger machen. Und wie sieht dieser Ärger aus? Bronco wird nicht zulassen, dass du dein Training beendest. Er wird dich selbst herausfordern. Dann werde ich ihn schlagen. Das haben schon ganz andere versucht. Aber halt nicht ich. Wir sind der Namenlose. Wir hauen jedem aufs Maul hier. Schließlich das Rechtssystem. Ja, gib mir mal. Zeig mir deine Ware. So, dann verkloppen wir doch jetzt mal was. Ein, noch ein. Dat. Dat. Ja, einen muss ich aber halten, ne? Dat. Das kann ich auch nicht brauchen. Was noch? Ja, das reicht erstmal, oder? Kleiner Diamant. Goldbrocken bräuchte ich. Könnte ich damit was herstellen? Egal, dann mach ich erstmal das hier. Zack. So. Bronco, Bronco Boy. Doch mal gucken. Ja, ich habe alle besiegt. Hey, was hast du mit Kato gemacht? Kaputt gehauen. Ich habe ihm ein wenig Nachhilfe gegeben. Er kann's brauchen. Er braucht wohl eher mal eine Pause. Jetzt zu uns. Du hast in kurzer Zeit einiges erreicht. Danke. Aber ein paar Siege gegen unerfahrene Rekruten machen dich noch nicht zum Krieger. Nicht? Nein. Um dein Training zu beenden, werde ich persönlich gegen dich antreten. Also, wenn du noch mal pinkeln willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, pinkeln ist ein guter Stichpunkt. Aber ich gehe erstmal eine piefen. Also, bis gleich. So, wieder zurück. Und jetzt machen wir den Bronco platt. Ich trete gegen dich an. Dann werde ich dir mal zeigen, was ein guter Krieger drauf haben muss. Oder soll ich dir zeigen, was ein guter Krieger drauf haben muss? So, mein Freundchen. Dann treten wir gegen Onkel Bronco an. Jetzt so. Gibt's was mit der groben Kelle. Ja, ich habe auch eine. Ups, da war ich zu langsam. Hey. Denkst du, du bist cool, wa? Hoppala, der hat ja wirklich was drauf. Ja. Jetzt beginnt der Tanz. Ja. Ah, Junge. Aha. Oh, der hat aber... Der ist schon ein bisschen kräftiger. Ach. Ich muss ein bisschen aufpassen. Weiter!
weiter! Es wird ja! Kein einfacher Kampf. Weiter! Es wird wirklich kein einfacher Kampf. Mach schon! Ach, schade. Wow, der trifft mich natürlich. Ach, Mann. Ach. Schön, der Treffer hat gesessen. Der hat auch gesessen. Der hat auch gesessen. Der hat auch gesessen. Der hat auch gesessen. Wo ist das Schwert hin? Warte doch. Was ist denn dein Schwert? Ist runtergefallen oder wie oder was oder? Wo ist denn sein Schwert hin? Das wollte ich haben. Ach ja, was soll's. Ich habe ein Blatt gemacht. Mach, dass du wegkommst, elender Verräter. Ach ja. Ich brauche ein stumpfes Schwert. Okay. Wir haben ihn auf jeden Fall platt gemacht, den Jungen. Seid sacht. Regenerieren wir uns mal ein bisschen am Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wasser. Nur schade wegen dem Schwert, das hätte ich gern gehabt. Okay. Na, was sagst du jetzt? Darauf war ich nicht vorbereitet. Da steckt doch ein Trick dahinter. Ist klar. Wie konntest du gegen mich gewinnen? Hartes Training, das nun hoffentlich beendet ist. Na schön. Meinetwegen geh zu Vitus. Du hältst sowieso nur die Rekruten vom Training ab. Ist klar. Was sag ich mit meinem Fummel hier? Da habe ich keinen Fummel gekriegt. Wer bist du denn? Ach, das ist schon der Vitus. Nun, Rekrut. Mein Training ist beendet. Das Training eines Kriegers endet nie. Vergiss das nicht. Jedoch darfst du dich nun deinen weiteren Aufgaben widmen. Vince wird dich durchlassen. Geh nun und vergiss nicht, auch weiterhin zu trainieren. Ja, aber ich hätte gerne einen Fummel. Meister Pallas kennst du bereits. Er hat dich am Tor empfangen. Die anderen Meister findest du im oberen Bereich der Festung. Iluma lehrt in der Schule das Schreiben der Spruchrollen. Cyrus hat wenig Zeit für eure Ausbildung. Er kümmert sich um die Artefakte. Ignatius, der Weise, ihn findest du vor der großen Halle. Und Meister Abrax, unser Alchemist. Ja, wo finde ich ihn? Suche nach ihm. Suche nach ihm und du wirst ihn finden. Ich hätte aber jetzt gerne so einen Fummel. Was ist? Ich will was zum Anziehen haben, Junge. Eine Rüstung. Ich habe Eisenerz für dich. Was kann ich für dich tun? Jetzt habe ich immer noch keinen Anzug bekommen. Was gibt's? Meister Pallas sagt, du hast einen Rock für mich. So, sagt er das?
Ich sage, den Rock musst du dir erstmal verdienen. Feg erstmal die komplette Eingangshalle. Dann bekommst du deinen Rock. Toilette. Das kannst du vergessen. Gib mir meinen Rock. Es war doch nur ein Scherz, Mann. Hier ist dein Rock. Zieh ihn gleich mal über. Rekrutenkleidung. Na also, passt doch. Und ich habe hier noch eine Karte für dich. Die kriegt jeder Neue, damit du dich nicht verläufst. Sag mal, du hast dich doch nicht etwa freiwillig gemeldet, oder? Natürlich habe ich mich freiwillig gemeldet. Bist du lebensmüde? Weißt du nicht, was mit uns passiert? Erzähl's mir. Glaubst du etwa, der Orden hat ein Interesse daran, uns aufzunehmen? Die benutzen uns als Schwertfutter. Nach einem kurzen Training schicken sie uns in die Ruinen. Und von da sind bisher nicht viele wiedergekommen. Erzähl besser keinem, dass du dich für diesen Scheiß freiwillig gemeldet hast. Die meisten sind nämlich nicht freiwillig hier und halten dich bestimmt für einen Spinner. Naja. Wo kann ich hier schlafen? Es wird das Beste sein, ich zeige es dir. Dann zeig mir mal meinen Schlafplatz. Gehen wir. Wo ist mein Schlafplatz? Jetzt habe ich hier so einen Rekrutenrock an. Moment, wie cool ist der eigentlich? Naja, hält schon mal ein bisschen was ab. Kato, Bono. Das hier ist der Trainingshof. Den wirst du noch zu Genüge kennenlernen. Hier findet deine Grundausbildung statt. Habe ich hinter mir. Bis Bronco sagt, dass du fertig bist. Erst danach wird Meister Vitus deine Ausbildung weiterführen. Aber lass uns mal weitergehen. Deine Kammer teilst du dir mit Hemmler. Komm, ich zeig dir, wo es ist. Hemmler. Na dann. Hallöchen. Ob ich das so schnell nochmal wiederfinde? Du, was ist los? Dieser Rekrut ist ermordet worden. Was hast du damit zu tun? Ich soll hier schlafen. Ich bin neu hier. Und genau deshalb bist du der Richtige dafür. Du wirst herausfinden, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Gut. Was genau ist hier passiert? Das Ergebnis meiner Untersuchung ist eindeutig. Dieser Mann wurde von hinten niedergestochen. Es gibt keine Anzeichen von Magie. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich mit dem Fall befasse. Verstanden. Wie soll ich vorgehen? Meister Vitus wird dich in dieser Angelegenheit unterstützen. Wieso ich dann? Willst du meinen Befehl in Frage stellen? Ich will nur wissen... Du wirst tun, was ich dir sage. Und du wirst niemals wieder eine meiner Entscheidungen in Frage stellen. Du weißt, was zu tun ist. Du wirst dich darum kümmern, Rekrut. Hi, hi, Boss. Das ist deine Kammer. Tja, das mit Hemmler konnte ja niemand an. Nun, du wirst schon zurechtkommen. Ich muss auch noch... Also dann. Okay. Das ist jetzt meine. Was haben wir denn noch hier? Und Wein. Okay. Hier muss also noch irgendwas sein. Das Kreuzpapier. Jetzt habe ich die Quest schon erledigt. Wo ist denn jetzt dieser...